Tja, hallihallo zu einer neuen Folge Minecraft und ich habe mehrere Sachen zu sagen, aber währenddessen werde ich einfach mal schon mal losgehen und natürlich ganz klar die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Ja, das erste, eigentlich ist diese Folge eine Together-Folge. Der Hallarit war eigentlich zu Besuch. Wir haben dann auch ein halbes Stündchen oder so aufgenommen, bis ich Trottel festgestellt habe, ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Also für Video. Mein Gequatsche war aufgenommen, war eine sehr schöne Angelegenheit. Wir hatten auch echt witzige Szenenmomente. Es hätte sich echt gelohnt. Leider war ich halt blöd. Dementsprechend keine Together-Folge. Ganz stinknormales. Ich alleine, aber... Oh, jetzt habe ich Steine gebaut, obwohl ich die gar nicht brauchte. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das quasi verzeihen. Ich hoffe, ich kriege den Hallarit nochmal überredet, das Ganze nochmal anzugehen. Heißt dann nochmal eine gemeinsame Aufnahme zu starten. Wir waren dann beide ein bisschen bocklos, haben uns dann in ein anderes Spiel noch reingestürzt. Oh, verdammt, nein! Ah, Mist, jetzt... Ah! Ah! Okay, fängt ja schon mal gut an. Schön, dass ich auf jeden Fall hier schon mal Steinchen gebastelt habe. Natürlich sind jetzt ein paar Kürbisse noch weg. Super. Okay, ja. Ich hoffe, ich kriege den Hallarit noch überredet, dass wir das Ganze nochmal angehen. Moment. Nee, war doch richtig mit dem mit der Erde da. Egal. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich hoffentlich auch nochmal ein Together-Gequatsche und Gespiele geben. Vielleicht auch noch in anderen Spielen müsste man mal gucken, was wir da so haben. Was man da einfach sich mal vornehmen könnte. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Wir sind einmal quasi durch alles gegangen, was so hier auf diesem kleinen Ländchengebiet existiert. Haben uns sein Häuschen nochmal angeguckt, weil er natürlich da gestartet ist. Haben uns dann das ganze Neue ganz kurz angesehen und wollten dann in der Mine ein wenig weiterbauen. In dem Sinne, dass wir dort ein wenig, die Gänge und Tunnel ein wenig anfangen wollten. Aber das ist natürlich jetzt alles weg. Und die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, die sind quasi zurückgestellt. Gibt's also nicht. Ja. Leider schade. Es wäre, glaube ich, sehr lustig geworden, wenn da nicht dieses Malheur passiert wäre. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen hier weiter und geben nicht auf. Was ist noch passiert? Ich habe eine Mod installiert, nämlich nicht den Timber Mod, aber den Tree Capitator. Ich hoffe, der funktioniert jetzt. Einen Moment. Und es dauert schon sehr, sehr viel länger. Und alles fällt um. Auch die Blätter sind sofort weg. Wir kriegen aber trotzdem Setzlinge. Hoffe ich. Ich finde sie nur in diesem Texture Pack immer so schlecht. So, wir kriegen trotzdem Setzlinge wie immer. Also, das Baumfällen ist jetzt mit diesem Mod oder dieser Mod so deutlich realistischer, wie ich finde. Die Blätter fallen direkt ab und alles, was auf den Blättern ist, ist dementsprechend auch weg. Finde ich sehr gut, gefällt mir die Mod. Und damit können wir dann doch entspannt hier weiterarbeiten. Wird gerade bei so riesigen Bäumen das Fällen deutlichst erleichtern. So. Dann habe ich zu sagen, dass ich im Moment so sehr, sehr Minecraft-müde bin, muss ich eigentlich sagen. Also ich habe eine ganze Weile wieder auf dem Server gespielt. Ich habe mir kurzzeitig, beziehungsweise testweise, einen Nitrado-Server gegönnt. Und ja, ich sage, dass ich einen Nitrado-Server habe, weil ich finde, dieses Server oder das Angebot scheint da sehr gut zu sein. Kann man sich durchaus angucken. Ich kriege da kein Geld, definitiv nicht. Ich möchte einfach nur sagen, ich bin mit bisher sehr zufrieden. Und für den Preis kann man absolut nicht meckern. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich habe da so ein bisschen rumgetestet. Und, verdammt, das war jetzt blöd. Ich habe da ein bisschen rumgetestet und ein wenig an etwas moderner aussehenden Gebäuden herumgespielt und herumgeprobt.
was ich gerne mit hier ins Let's Play übernehmen wollen würde. Denn ich finde, so ein bisschen modernere Gebäude sind ganz schön und machen das ganze Minecraftige einfach ein bisschen anders und durchaus ein bisschen schön. Denn die können sehr gut aussehen. Es ist nur ein bisschen mühsam, man muss komplett umdenken, sage ich mal, was jetzt Häuserbau angeht. Es sind nicht die vier Wände und ein spitzes Dach drauf, sondern es ist halt wirklich deutlich anders. Und ich würde das gerne für unser Städtchen unten versuchen. Da müssen wir aber sehr, 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 sehr viele völlig andere Materialien holen. Also wir bauen dann nicht mehr aus Stein, sondern beispielsweise aus weißer Wolle. Etwas verwirrend eventuell, beziehungsweise nicht das Übliche, woraus man sich ein Haus baut. Aber, wie ich finde, eine sehr schöne Variante, ein Haus zu bauen. Ich habe da auch ein paar Bilder zu gefunden und mir ein paar Einflüsse, Ideen geholt. Und dementsprechend werden wir das in den nächsten Folgen so ein bisschen angehen. Wir werden natürlich erstmal ein bisschen Rohstoffe sammeln müssen und auch Schafe züchten. Weswegen ich drücke übrigens die ganze Zeit eine falsche Taste für das Inventar, das erkläre ich aber dann gleich. So, wir machen erstmal eine Schafsfarm und da müsste ich jetzt noch einen Platz für suchen und entsprechend Zaun bauen. Das werden wir erstmal angehen und mit dieser Schafsfarm werden wir uns dann natürlich Wolle holen, um die angesprochenen moderneren Gebäude zu zaubern. So, einmal das und dann einmal das. Da bleiben welche übrig, das ist sehr gut, denn die kommen hier so hin. Und dann wird das daraus gezaubert, sehr schön. Zumindest ein Tor haben wir. Ah ne, wenn ich die jetzt verbrauche, ach egal. Wir machen daraus trotzdem Stickies. Dann haben wir nicht so viele verschiedene Sachen. Okay, eine Schafsfarm wird gezaubert und zwar dort, wo das Schaf da schon rumsteht. In der Gegend. Oder auch hier. Hier ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Dann ist das ein bisschen neben der Straße direkt. Man kommt relativ gut noch dran. Einmal so wechseln, zack. Da lasse ich mal noch frei. Und dann so. Und so, jetzt dürfte es passen. Jetzt haben wir natürlich mal wieder ein wenig zu viel von den wundervollen Zäunchen. Aber das macht im Allgemeinen erstmal nichts. So, komm mal her, liebes Schaf. Komm mal gleich zu mir, jawohl. Und du kommst dann bitte auch direkt mal her. So, du bleibst da stehen, das ist schon mal super. Ach, du kommst da nicht hoch, ne? So, komm her. Ja, feini fein. So, und du darfst mir auch wieder folgen. Na komm. Jawohl, kommt her, kleine Schafis. Dann nochmal, kommt her, geht da jetzt. Nein, nicht wieder raus. Okay, machen wir es so und so. Komm schon, Schwert, ich verprügel dich. Komm her. Ah, sie versuchen's, aber sie behindern sich ein wenig gegenseitig. Jawohl. So, das andere Schaf bitte auch noch. Komm rein. Na komm. So. Durch den Zaun durchgepoppt. Super. Spitzenklasse. Ihr seid grandiose Schafe. Verdammt. Okay, versuchen wir es anders. Das Kleine kommt doch mit, oder? Auch nicht. Komm schon. Verdammt nochmal. Kommst du? Oh, jetzt kommt das Große wieder. Ich verstehe es nicht ganz, aber nun gut. So, machen wir mal so. Kommt ihr mal hier lang, bitte. Höp. Ja, wundervoll. Das war nicht ganz das Gelbe vom Ei, wie wir das jetzt hier machen. Ach, da hinten ist noch eins. Nee. So, perfekt. Das andere geht direkt mit. Sehr schön. Jetzt holen wir uns noch hier die Schafe. Beziehungsweise das eine Schaf. Nein, sonst ist da kein weiteres mehr. Dann haben wir schon mal vier Schafe und die werden dann regelmäßig wieder geschert. Und, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hoffentlich relativ flott relativ viel Wolle. Na komm. So. Ich weiß, ich könnte auch runterspringen. So. Aber dann bin ich ja auch drin. Da muss ich wieder Tor öffnen und
Nee, wir haben ja keine züchtbaren Schafe. So, hier kommt natürlich wieder Werkbank und Kiste rein, damit ich nicht immer weit laufen muss. So. Falsch. So, eine Werkbank und wir haben gar nicht... Was hab ich? Ach, jetzt habe ich zwei Werkbänke gemacht. Super. Ach, Mann, manchmal beglückwünsche ich mich für meine geistige Umnachtetheit. Die brauchen wir nicht. Wir haben genug Holz. Weg damit. So, jetzt die Kiste. Von hier reinsetzen. So. Das kommt da rein. Und dann kommt da noch etwas Eisen hinein. Und zwar darum, weil ich dann gerne Scheren machen würde. Aber zwei Eisen... Aha. Ich kriege das noch hin heute. Keine Sorge, Jungs und Mädels. Ich bin total fit heute. So. Ich gehe einmal rein. Schnippel. Schnippel, Schnippel. So. Die ersten Wollis haben wir. 9 Stück. Wir werden... Ach, ich habe gerade schon gedacht, es kommt was. So, wir werden aber deutlich mehr Wolle brauchen. Ich sag mal, bestimmt so an die 200 fürs erste Häuschen. Und wir müssen auch Sand besorgen. Viel Sand. Verdammt viel Sand. Dafür bräuchten wir eigentlich... definitiv eine Wüste. Und ich hoffe, wir haben hier in der Nähe eine. Ich weiß nur nicht wo. Echt nicht. So. Aber bevor wir das machen, werde ich noch Folgendes tun. Die Setzlinge tun wir einmal zum Brennen hier rein. Dann werde ich... Haben wir noch irgendwie Flint in der Kiste oder so? Nö. 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 Okay, Pflasterstein, das Kies, Stein, das Erde nehmen wir mit zum eventuell noch bauen. Die Schere kommt da. Ah, da ist ja ein Flint noch. Und Stickies haben wir auch noch. Da können wir uns wenigstens einmal Pfeile machen. Zack, 4 Stück. Da sind sie. Sehr gut. Die Feder nehmen wir mit. Ich tue mal die Eier auch mal da rein. Die können wir ja dann direkt beim nächsten Mal irgendwie verwenden. Das verrottete Fleisch, das kommt erstmal da rein. Den Apfel nehmen wir mit. Ich glaube, die Schere nehme ich auch mal mit. Für den Fall, dass wir irgendwie Schafe finden, kann man die ja quasi direkt als Bewaffnung mit dabei nehmen. So, ein wenig Eisen. 10 Stück nehme ich mal noch. Baue mir dann entsprechend noch ein paar Werkzeuge. Einmal das und das schon mal vorbereitet. So, eine Axt noch. Und ja, den Rest lassen wir so. Daraus machen wir Fackeln. So, und damit wird die Folge jetzt auch schon enden. In der nächsten, wie angekündigt, Wüste suchen, beziehungsweise Sand suchen. Und ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf bald. Ciao, ciao.